Guten Abend zusammen, herzlich willkommen zur Lernstunde Nummer 100. Jetzt muss ich spicken, 105, genau. Wir machen weiter mit Akiba Rubinstein, mit dem wir uns ja schon letzte Woche beschäftigt haben, dort ein taktisches Meisterwerk angeschaut haben. Mhm. Und auch schon ein Endspiel, also quasi zwei seiner legendären Partien. Und ja, heute machen wir weiter mit einer weiteren, die vielleicht nicht für alle legendär ist, aber auf jeden Fall für Nico. Auf jeden Fall für mich. Und ich bin da nicht ganz alleine. Also die Lernziele für heute, um das nochmal hinzuschreiben. Wir machen so ein kleines Taktiktraining wieder à la Rubinstein, ein paar Aufgaben zum Warmwerden. Zwei, um genau zu sein. Eine ist leicht, kommen wir so halb auf Betriebstemperatur. Die zweite, da kommen wir dann ganz auf Betriebstemperatur. Da machen wir ein ganz berühmtes Manöver von ihm, ein Damenmanöver. Dafür wollen wir aber gar nicht allzu viel irgendwie drüber sagen. Einfach nur mal, dass ihr es gesehen habt. Und dann das Highlight des Abends. Ja, Rubinsteins positionelles Meisterstück. Eine seiner beeindruckendsten Partien. Genau. Fangen wir mit der ersten Taktikaufgabe an. In dieser Stellung ist Schwarz am Zug. Und ihr seht schon, Akiba ist hier auf die Grundreihe eingedrungen. Verschiedenfarbige Läufer. Und Schwarz kommt nicht so recht raus, spielt Dame E7, um das Ganze zu forcieren. Um den Turm rauszuzwingen oder zum Abtausch zu zwingen. Und eure Aufgabe ist es hier aus weißer Sicht zu überlegen, wie es weitergeht und hier den richtigen Zug zu finden. Und gerade weil die Aufgabe nicht so einen hohen Schwierigkeitsgrad hat, gebt besonders Acht darauf, dass ihr alle Varianten seht und am liebsten die Varianten bis zum Ende hier in den Chat eingibt. Und oh, das war's eigentlich schon. Also wie immer. Und nebenbei im Chat, ja, schon gelesen, wird ein bisschen über Partien der Schacholympiade geredet. Die läuft nämlich parallel. Beide deutschen Mannschaften mit 4 Brettpunkten gestartet. Und einige schöne Partien in den Turnieren schon gesehen. Ja, bei den Frauen gab es tatsächlich auch bei Russland eine Überraschung. Da hat direkt mal das erste Brett, die ja auch 2,5 irgendwas hat, gegen eine, ich glaube, 1800 Remis gespielt. Ich habe mir auch die Partie angeschaut. Es war jetzt kein Einsteller oder so, sondern schon interessante Partie auf jeden Fall. Ja. Ihr habt die Lösung natürlich gefunden. Läufer H4 ist hier der entscheidende Zug. Die Idee dahinter ist es, das Feld D8 nochmal zu überdecken mit dem Läufer. Der Läufer ist gerade immun, kann nicht genommen werden, weil das Material verliert. Und die Vorschläge von euch, Dame E6, Dame F7, die laufen so ziemlich auf selbe hinaus. Denn das Schlauste und Einfachste wäre an dieser Stelle jetzt einfach den Turm zu nehmen und dann wieder Turm D8 zu spielen. Gewinnt eine Dame. Tatsächlich endete die Partie verständlicherweise nach Läufer H4. Ja, dann kommen wir zur nächsten Aufgabe. Ja, gegen einen sehr berühmten Spieler, den ihr alle kennt, Emanuel Lasker. Mhm. Und Rubinstein hat im letzten Zug den Turm nach C1 gezogen. Und hat er da was eingestellt? Eure Aufgabe ist es hier zu rechnen. Schwarz ist am Zug. Bitte prüft doch mal die Variante, die euch bestimmt auch schon sofort ins Auge geschossen ist. Nämlich Turm schlägt E3, vernichtet den Verteidiger. Denn der Springer hat bisher das Matt auf G2 verhindert. Und ja, versucht doch mal zu prüfen, ob Weiß hier noch Ressourcen hat oder die Waffen strecken muss. Ja, tatsächlich, Jack Mises, den kennt man auch, aber der ist natürlich nicht so berühmt wie Emanuel Lasker. Ja, gut, weil er es versäumt hat, Weltmeister zu werden. Ja, genauso kleine Feinheit. Wie wir vielleicht auch nicht so wie Magnus Carlsen, weil wir es auch versäumen, Weltmeister zu werden. Dafür hat Magnus ja nicht die Lernstunde, das die stimmt. Ihm zu Ruhm und Ehre verhilft. So ist das.
Okay, Bauernwalze, Walze, Walze und nee, ich war gedanklich schon in der Aussprache von Vicious Seal. Ach so. Von unserer Robbe. Wir nennen dich jetzt Robbe, das ist, glaube ich, etwas einfacher. Die sind sich nämlich einig. Oh Gott. Weiß sollte auf C6 mit Schach zwischennehmen, BC6 und dann auf E3 den Turm nehmen. Dort könnte man natürlich jetzt auch noch ein bisschen weitermachen. Dame E3 und danach, naja, Turm D4 oder Dame D4. Und es wird gesagt, es sieht haltbar aus. Ja, so ganz nebenbei hat Easy Rider aber noch eine wesentliche Verbesserung beigesteuert. Und denkt da mal drüber nach. Und vielleicht versucht ihr auch nochmal dann ja zu schauen, wie es weitergeht. Nach dem Vorschlag von Easy, nämlich das Nehmen auf C6 und dann damit C1 zu spielen. Also zumindest schon mal Zustimmung im Chat. Dame C1 ist sau stark. Ja, das hat Akiba auch so gesehen. Das war sozusagen sein kleiner Trick hinter Turm C1. Denn das direkte Nehmen auf E3 ist nicht so gut. Und Weiß hat hier wohl wenig bis keine Gewinnhoffnung. Also ich sehe es ähnlich wie ihr. Weiß muss es nicht verlieren, aber das ist nicht ganz das, was der gute Akiba wollte. Akiba wollte gewinnen und das Ganze leitet er mit Dame C1 auch sehr, sehr schlau ein, fesselt den Turm auf E3, der nicht zurückziehen kann, keine Lifeline, ja, also so nochmal die was Dame decken. Eine Lifeline, so eine Lebenssicherung. Ja, wenn der Bauer nicht da wäre, Turm E5, ja. Das funktioniert nicht. Also bester Zug hier, Turm schlägt D4 und Partieverlauf ist dann F schlägt E3. Und jetzt wird Schwarz auf jeden Fall noch einen Bauern verlieren. Er hat sich für Turm D7 entschieden und nach Dame schlägt C6. Und 20 weiteren Zügen hat Rubinstein die Partie gegen Emanuel Lasker gewonnen. Eingeleitet durch diesen netten Trick mit Turm C1, gefolgt von dann später Dame C1. Das ist ein Motiv, was ihr euch auf jeden Fall merken solltet. Ich habe das auch schon häufiger mal in Partien gesehen, beziehungsweise auch in Theorievarianten, dass das quasi so der Clou am Ende einer Variante ist, dass man eben dadurch die Bauernstruktur oder halt eine Bauernmehrheit oder was auch immer noch sichert und nicht automatisch wieder nimmt, sondern hier so eine gemeine Fesselung ausnutzt, um den nächsten Zug dann zu schlagen. Ja. So, jetzt seid ihr, was die Taktik angeht, schon mal auf einem recht guten Weg zur Betriebstemperatur. Jetzt wollen wir natürlich überleiten. Heute wird das Ganze deutlich positioneller als letzte Woche. No, da war ja das taktische Glanzstück dran. Und um so ein bisschen ins positionelle Denken reinzukommen, schauen wir uns einmal diese Stellung an zwischen Janowski mit Weiß und Akiba mit Schwarz. Und hier gibt es nicht den besten Zug und es gibt auch nicht den ganz klaren Weg. Die Stellung ist ungefähr ausgeglichen. Also nach taktischen Schlägen sucht ihr hier vergeblich. Aber wonach ihr suchen solltet, sind hier Ideen, wie man die Stellung aus schwarzer Sicht noch verbessern kann, wie man hier vielleicht noch Gewinne, Ressourcen kreieren kann, einfach einen Plan, wie man diese Stellung hier behandelt. Ja, und insbesondere die Türme, versucht mal nicht die Türme zu verbessern, die stehen schon gut, aber überlegt euch doch mal einen Weg, wie ihr diese Dame vielleicht noch mal etwas schöner ins Spiel einbinden könnt. Und Arimin sieht die A-Linie nur zur Hälfte. Das scheint an dir zu liegen. Oh, welche Eröffnung war das? Das war auf jeden Fall Spanisch, oder? Das war fast okay. Spanisches Vier-Springer-Spiel. Ach so, ja. Und
jetzt, wo ihr fragt, wir können auch gleich noch mal was ganz Nettes angucken, aber das nur am Rande, was auch in dieser Partie kam, was heute ein bekanntes Motiv ist. Damals war das natürlich alles mit der Eröffnung noch in den Kinderschuhen und nicht so bekannt. Und selbst damals hatte Rubinstein schon grandiose Ideen. Dame F7 nach H5. Ja, ist natürlich die Frage, was macht die Dame da? Läuft sie vielleicht in G4 rein? Okay, G5 mit der Idee Dame G7, H5, H4 wäre auch denkbar. Und der Fabi spielt es im Sinne von Akiba. Wie gesagt, es gibt hier nicht den besten Zug. Das ist gut spielbar, eure Ideen. Also auch mit Turm H5 zum Beispiel kann man auch, mal Dame H3, einfach gucken, ob man eine Schwäche provozieren kann. Aber tatsächlich, wenn man sich nur auf diesen Flügel konzentriert, ist nicht so viel zu holen tatsächlich. Auch das Öffnen der H-Linie, da kann Weiß sich sehr schnell dagegen stellen. Aber Dame D8 kam in der Partie und verfolgt erstmal ein Ziel, was nicht so offensichtlich ist. Es kam Dame G4 und jetzt Dame nach B8. Sieht erstmal furchtbar komisch aus. Manche kennen das. Es gibt solche Motive auch im Italiener, glaube ich, oder? Ist das nicht auch recht modern, dass da in manchen Varianten die Dame hier rüberkommt? Sag einfach ja. 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 Ich meine, das gesehen zu haben. König G2, Dame A7 und jetzt kommt die Dame auf jeden Fall hier nochmal schön ins Spiel. Turm F1, Dame C5 und Schwarz hat die besseren Gewinnchancen nach Dame E4, Dame B4. Naja, kam jetzt Dame D3. Hier hätte Akiba das Ganze noch ein bisschen festlegen können mit A5, damit er auf Dame C3 wieder zurückgehen kann, das alles kontrolliert. Es kam König G8, Dame C3 und jetzt A5. Und diese Stellung hat Akiba dann aber auch gewonnen. Ihr wisst das schon, wir haben es letztes Mal angedeutet. Endspielgott. Ja, vor allem Turm-Endspiel, aber auch allgemein im Endspiel. Ja. Natürlich sehr stark. Aber super, dass ihr das Manöver auch gesehen habt, weil ich finde, wenn man das nicht kennt, da kommt man überhaupt nicht drauf. Gut, wir haben euch jetzt ein bisschen in die Richtung gelenkt. Guckt mal nach einem Damenmanöver, ne? Mhm. Aber genauso ist es, wenn man es nicht kennt. Und da hilft es enorm, sowas schon mal gesehen zu haben. Tatsächlich habe ich auch mal eine wirklich grandiose Partie von Großmeister Rosenthales gesehen. Und er hat auch ein ähnliches Damenmanöver gespielt und hat selber gesagt, er hätte das Manöver nicht gefunden, wenn er nicht diese Partie von Rubinstein gekannt hätte. Also es hilft. Ich selber hatte auch schon mal ähnliche Manöver. Und ja, das zu kennen ist ganz nett. Jetzt wie versprochen noch einmal ein kurzer Blick in die Eröffnung. Das war spanisches Vier-Springer-Spiel. Und jetzt mache ich etwas schneller, denn das ist alles gängig und wird auch heute noch so gespielt. Und hier nur der Hinweis, wir hatten mal in einer anderen Lektion drüber geredet, wie wird man diese lästige Fesselung los. Und hier Springer D8 nach E6. Das ist ein Manöver, was Rubinstein schon gespielt hat, was heutzutage auch noch gespielt wird. So, wir sind jetzt positionell und taktisch warm im Kopf. Nicht, dass wir uns irgendwie was zerren bei der Partie, ja, die gleich kommt. Aufwärmung ist wichtig, ne? Ja. Ja, Herbert, du hast nicht ganz Unrecht mit deiner Meinung. Also die Stellung ist auf jeden Fall bei beidseitig objektiv gutem Spiel, ja, im Ausgleichbereich, ohne Frage. Aber auch solche Endspiele kann man noch gut auf Sieg spielen. Und wenn man dann so die Feinheiten ausnutzt und der Gegner vielleicht nicht ganz fit in diesen Endspielen ist, dann kann man da auf jeden Fall noch einen ganzen Punkt rausholen. Also das ist noch lange nicht vorbei. Mhm. Und auch Robbe hat völlig recht, dass Weiß tatsächlich, dass die Möglichkeit C5 in der Ausgangsstellung nach Dame D8 besteht. Das kann Weiß sogar spielen. Aber auch danach ist es nicht klar. Wie gesagt, Weiß hat keine partieentscheidenden Nachteile, auch so nicht, wie es kam. Das muss man vorwegstellen. Es ist einfach nur eine Möglichkeit, seine Figuren bestmöglich einzusetzen oder gut zumindest einzusetzen. Und der Fehler kam dann später. Also
das war jetzt noch nicht wirklich partieentscheidend. Es war nicht das Killermanöver, aber es war ein schönes Manöver, was man kennen sollte. Und in eurer Partie wird es vielleicht mal zum Killermanöver werden. Es ist ja auch meistens so, gerade in den Meisterpartien, dass es da selten zu ganz krassen Einstellern oder so kommt, sondern einfach so kleine, stetige Verbesserungen. Und am Ende reicht es dann halt zum Sieg. Oder genau. Auch nicht. Genau. Und manchmal ist es sogar so, dass diese kleinen Feinheiten, das summiert sich. Und am Ende, wenn man das als Gesamtkunstwerk betrachtet, denkt man, das sieht so einfach aus. Ähnlich wird es gleich geschehen. Akiba gegen Karl Schlechter, der kein Schlechter war. Der war ein sehr, sehr guter Spieler. Gutes Wortspiel? Ja. Der Karl, der war kein Schlechter. Trotzdem wird es so aussehen, als wäre er sang- und klanglos eingegangen und würde nicht viel Ahnung von Schach haben. Das ist nicht so, aber so kann es sein, wenn man positionell gut spielt und der Gegner einfach nicht in die Partie kommt. Wir schauen es uns an. Ist deine aktuelle Lieblingspartie? Ja, das ist eine meiner Lieblingspartien, ja, schon. Nico hat sich schon sehr gefreut, dass er die heute zeigen darf. Ja. Und ist, glaube ich, so vom Bekanntheitsgrad gar nicht so die populärste von ihm. Aber nee. Ja. Wir werden sehen. Ja, und wir können auch danach nochmal, wir haben da so ein bisschen auch Verschiedenheiten, wie schön die Partie ist. Ihr könnt ja am Ende auch mal abstimmen. Ja, vielleicht verliebt sich ja von euch auch jemand. D4, D5, Springer F3, Springer F6, C4, E6, Springer C3, C5. Sowas kennt ihr, unter anderem vom Kandidatenturnier. Nehmen E4, schlägt und ein Schach. Diese Stellung haben wir ganz häufig gesehen. Kramnik hat sowas gespielt. Die meisten Partien sind nach Remis ausgegangen, aber es sind sehr, sehr interessante Stellungsbilder, weil... Häufig bekommt Weiß dann so einen Freibauern im Zentrum, ne? Mit D5. Wenn er das vernünftig schafft, dann hat er sogar gute Gewinnchancen. Wenn Schwarz bis ins Endspiel kommt, hat er gute Gewinnchancen. Ist eine sehr, sehr interessante Stellung. Läufer B4 passt auf jeden Fall ins Konzept. Einen Läufer abzutauschen, denn wenn Weiß es schafft, irgendwann D5 zu spielen und erzwingen kann das natürlich. Die Frage ist natürlich, ist, wie stark wird dieser isolierte Bauer werden? Und Spiel gegen den Isolani, antizipiert, Figuren runternehmen ist nicht so verkehrt. Deswegen Läufer B4. Es kam Läufer D2 und das ist sehr interessant. Man hat damals auch ja wirklich so eine Partien gesehen, das kriegen wir heute nicht mehr zu Gesichte, weil diese Fehler nicht mehr gemacht werden. Die Leute kennen einfach alle zu viel Theorie. Vom Grundsatz her, gehen wir nochmal in den Grundsatz, der D-Bauer könnte irgendwann schwach werden, D5 könnte die Killermaschine sein und für diesen Fall sollte Schwarz möglichst viele Figuren abtauschen und hat dementsprechend auch relativ logisch im ersten Moment Dame A5 gespielt, um möglichst viel Material abzutauschen. Dass dieser Zug gar nicht so gut ist, das werden wir im Partieverlauf sehen. Interessant ist aber für euch, dass Dame A5 immer noch der zweithäufigste Zug ist und tatsächlich auch von sehr starken Spielern der Moderne gespielt wurde. Ja, also gerade wenn die Leute gerade mal die Theorie nicht parat haben, greifen auch starke Spieler der Moderne noch zu Dame A5. Hey, dich völlig aus dem Konzept gebracht, ne? Ich amüsiere mich nur köstlich. Ja, okay. Können wir einmal kurz gucken, damit ihr wisst, wie es besser geht. Das direkte Nehmen auf D2 ist besser. Und jetzt sowas wie Rochade, Läufer C4 und wir haben ein ganz normales Spiel, sehr ausgeglichene Stellung. Mit den typischen Besonderheiten natürlich der verschiedenen Bauernmehrheiten. Okay, Dame A5 und jetzt der starke Zug Turm B1. Der ist forciert, dass der Läufer zieht und auf D2 nimmt. Alternativen können wir uns ganz kurz angucken. Springer C6 wäre eine denkbare Alternative. Achso, nee, an dieser Stelle noch nicht. Sondern hier. Es kam Dame schlägt D2. Aber wahrscheinlich auch Zugumstellung, oder? Ja, das könnte es sein. Na, gleich Springer C6, Turm B4. Das geht, glaube ich, gar nicht. So. Das ist Quatsch.
Aber hier, Dame schlägt D2 ist Partiefortsetzung. Schwarz ist in dieser Stellung tatsächlich schon recht alternativlos. Springer C6 als irgendwie logischer Zug, wie man sich entwickeln könnte, geht nach hinten los. Denn Weiß entwickelt sich direkt mit Läufer B5, droht an, auf C6 zu nehmen, die Dame zu nehmen. Also müsste man spätestens jetzt auf D2 nehmen. Und nach, ja, eigentlich so dem einzig logischen Zug, Läufer D7, ich glaube, rochieren will man nicht, dann kann Weiß schon nehmen und Turm C1 spielen. Kommt direkt das D5. Und ja, man kann nicht mit dem Springer nehmen. Der B7 am Ende hängt. Genau. Und das ist furchtbar schlecht. Es droht Springer E5, König E3, Infiltration auf C7. Und Schwarz steht hier schon sehr, sehr schlecht nach König E3. Das Lustige ist aber an dieser Stellung, wenn man einen modernen Computer mit dieser Stellung füttert, dann gehört einer der Züge zu den Favoriten der Engine, die ihr, glaube ich, nicht auf dem Schirm hättet. Und ich habe den Zug auch nicht auf dem Schirm. Den man ja auch nicht machen möchte als Mensch. Ja. Und der ja auch verdeutlicht, wie unschön generell das ganze Dame A5-Manöver ist. Ja, also wenn ihr das nächste Mal in dieser Stellung euch irgendwas zu Dame A5 merken wollt, dann merkt euch, der falsch. Computer würde hier Ach schon so. Zurückgehen. Ja, und wenn er hier schon zurückgehen würde, Leute, dann ist Dame A5 großer Humbug. Und da war ich recht fasziniert, dass der Computer sogar so tief in die Stellung einsteigt, dass er sagt, also Dame schlägt D2, das ist nix, vielleicht ist Dame D8 das geringere Übel. Und das will schon was heißen. Also schauen wir uns das Ganze an nach König schlägt D2. Ja, noch ein schneller Zug von Schwarz, ein gewisser Selbstläufer hat er gebracht, nämlich hier rochieren. Nicht das Optimum, aber tatsächlich B6 wäre keine große Verbesserung gewesen. Aber damit wir überhaupt erst begreifen, warum Rochade vielleicht gar nicht mal so gut war, müssen wir hier einmal gemeinsam in die Stellung einsteigen. Und wir würden euch bitten, nehmt euch mal einen Moment Zeit, schaut euch die Stellung an. Bewertet mal die wesentlichen Merkmale und versucht, eine Idee für Weiß zu finden. Ja. Ein Zug, eine Idee. Mit Begründung natürlich. Genau, mit Begründung. Und prüft auch, wie wird Schwarz spielen? Also was ist die Traumaufstellung von Schwarz, die er gerne erreichen möchte? Und dann natürlich auch gucken, muss man das zulassen? Um die Frage zu beantworten von Flinsbacher, nach Dame D8 bewertet der Computer die Stellung mit plus minus übereinander für Weiß. Also ja. Trotzdem noch eine gute Stellung für Weiß, aber vielleicht, wie Nico schon gesagt hat, das geringere Übel. Also tatsächlich Dame D8 und Dame schlägt D2. Die Stellung bewertet der Computer nicht groß unterschiedlich. Ja, was aber ja irgendwo schon erstaunlich ist, weil Dame D2 der logische Zug in der Stellung ist und Dame D8 sieht auf den ersten Moment so verrückt aus. Aber wenn der gar nicht so, also gar nicht schlechter ist als Dame D2, dann merkt man erst so wirklich, wie unsinnig Dame A5 eigentlich war. Zugerzwinger mit Turm auf die C-Linie stellen. Meinst du da den H- oder den B-Turm? Okay, ich glaube, wir haben schon ein paar ganz wichtige Ansätze von Bauernwalze und Herbert bekommen, wo wir ein bisschen weiter drüber nachdenken sollten. Und zwar hat Bauernwalze geschrieben, die Gefahr der D-Linie ist gerade nicht akut, der König ist schon rochiert, aber der Damenflügel von Schwarz sieht unterentwickelt aus. Naja, und Jona
beschreibt die Traumaufstellung für Schwarz, nämlich B6, Läufer B7 und dann den Springer entwickeln, zum Beispiel bei D7 nach F6. Und Turm auf die C-Linie gegenüberstellen. Genau so sieht's aus. Das wäre der Traum. Auch ganz typischer Traum. Wenn der B-Bauer nicht vorkommt, dann kann der Läufer sich nicht vernünftig entwickeln. Der muss praktisch nach vorne. Das gehört sozusagen zur Zwangsaufstellung für Schwarz auch. Dann den Springer raus und Türme entgegenstellen. Und Herbert sagte, er hätte tatsächlich lieber Schwarz, weil der König ist sicher, der weiße König ist im Zentrum. Und er würde Springer und Läufer entwickeln. Aber da natürlich die Frage, wie würdest du sie entwickeln? Ja. So, und die Robbe sagt, Turm B nach C1 wäre eine Idee, um den Plan mit B6, Läufer B7 gleich rauszunehmen, um dann direkt auf C7 einzusteigen. Da natürlich auch die Frage, wie würdest du reagieren auf Turm C1, beispielsweise B6 mit der Idee, Alternatividee, vielleicht auch Läufer A6 zu spielen? Oder vielleicht auch der Idee Springer C6, Läufer D7, wenn du den Druck von B7 nämlich runternimmst? So, Torjägers Idee wird hübsch genannt, dann gucken wir uns die doch nochmal an. Torjäger schrieb, er findet König E3 nett, der deckt alle Bauern und ist ein logischer Zug. Der Läufer bleibt flexibel. Züge zu finden, die hier die Stellung verbessern, sind, glaube ich, nicht so schwierig. König E3 gehört auf jeden Fall dazu. Der König deckt hier die Bauern, man bleibt flexibel, entwickelt sich, weil ewig kann der König hier nicht bleiben. König E3 ist natürlich in keinster Weise irgendwie lästig für Schwarz, in dem Sinne, dass er diesen Traumaufbau von Schwarz verhindert. Es sei denn, man kombiniert ihn mit Springer D2, C4, D6, was eine weitere Idee ist. Vermutlich nur etwas langsam wäre so meine Befürchtung. Ja, ich glaube auch. So, und wir haben eine Frage vom Jon 606. Läufer B5 hindert Schwarz an der Entwicklung. Oder, sag du es uns doch bitte. Wenn Weiß Läufer B5 spielt, der sieht ja erstmal interessant aus, weiß man nicht so ganz genau, was er macht, aber schielt auf C6 und D7, also zumindest Springer C6, geht dann nicht so gut. Läufer D7 oder Springer D7 ja auch nicht, weil der B7 hängt. Genau, also Läufer B5, was machst du dann auf B6? Hat das dann was gebracht? Darimin gibt an, Läufer D3 ist auch eine Möglichkeit. Dann Turm HC1 und König E3 zu spielen, auch das geht. Ja, und es wird angemerkt, es ist schwer, sich zu entscheiden. Wir nehmen so viel vorweg. Läufer D3 ist ein Zug, der ist gut. Man entwickelt sich weiter. Man bereitet Schwarz aber nur mäßige Entwicklungsprobleme. Er könnte zum Beispiel mit Springer C6 dann beginnen oder Springer D7 und kommt gerade noch so raus. So, dementsprechend bleibt mal bei Jona und bei John, die sich intensiver mit Läufer B5 auseinandersetzen. So, und wir haben einen ganz wichtigen Gedanken. Und zwar von Fuchsrudel, der sagt auf Läufer B5, naja, dann macht er einfach A6, B5. Bitte einmal alle drüber nachdenken, Läufer B5, A6, B5. Für wen ist der Einschub gut? Sieht ja erstmal aus, ein Raumgewinn für Schwarz. Aber ist das wirklich so? Eine weitere Idee auch für Schwarz kommt von der Robbe, nämlich auf Läufer B5 mit B6 nebst Läufer A6 fortzusetzen. Mhm.
bei A6B5 scheint sich ein Meinungsbild abzuzeichnen. Sehr schlecht wegen A4, wird gesagt. Also A4 kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. Aber wenn wir noch einen kleinen Schritt zurück machen und gar keinen konkreten Zug ausführen, dann wird es nämlich auch interessant, weil die Struktur A6B5 ist eine grundsätzlich andere als A7B6. Denn Weiß kann diese Struktur jederzeit, es muss ja auch gar nicht sofort sein, aber Weiß kann diese Struktur jederzeit angreifen. Und weiterhin gibt es hier noch ein schwaches Feld, wo man vielleicht einsteigen kann. Das heißt, diese Stellung A6B5 ist deutlich offensiver für Schwarz. Das muss nicht schlecht sein, aber es kann natürlich sehr schnell angegriffen werden von Weiß. Und Schwarz fehlen dann auch die Ankerpunkte, zum Beispiel auf C6 für den Springer. Na, Ankerpunkt ist das falsche Wort, aber... Okay, also das ist nach B6 natürlich auch der Fall. Aber es stimmt, dass diese Struktur A7, B6 deutlich solider ist, gerade in Anbetracht auch der Läufer, die wir noch auf dem Brett haben. Denn der Läufer greift diese Bauernstruktur an. Und jederzeit kann man es anhebeln. Auf A7, B6 wäre das nicht der Fall. Die Bauern sind für die Läufer erstmal nicht angreifbar. Und ich glaube, das reicht auch erstmal an Gedanken. Wir haben ganz, ganz viel gesammelt. Und tatsächlich kam Läufer B5 in dieser Partie. Und er wird, glaube ich, auch erst richtig verständlich, wenn wir uns die verschiedenen Varianten anschauen. Und es ist auch wirklich, und da muss man jetzt kurz nochmal ein bisschen zurückrudern, es ist nicht so, dass der Computer sagt, oh, Läufer B5, der ist objektiv 100-mal besser als Läufer D3, so ist es nicht. Es sind, für den Computer sind es Feinheiten, es sind keine gewaltigen Unterschiede, aber das sind diese Feinheiten, die das Leben für den Gegner schwer machen. Das ist auch der Grund, wie Magnus seine Partien gewinnt. Es ist dieses kleine Druck aufbauen, den Gegner vor Probleme stellen. Läufer D3 ist ein guter Entwicklungszug und Schwarz steht immer noch schlecht. Aber Läufer B5 stellt ihn vor ja, Grundsatzprobleme, denn er muss sich jetzt schon Gedanken machen, ja, wie entwickle ich mich denn? Und er hat es so gemacht, wie ihr es auch vorgeschlagen habt, nämlich mit A6 und später B5. Wir schauen uns noch kurz die Alternativen an, unter anderem nämlich auch B6, dem Vorschlag von Robbe. gefolgt von Läufer A6. Und hier ist es so, dass man recht bequem Turm C1 spielen kann und auf Läufer A6, also Läufer B7 hatte ich mir mal angeschaut, greift den E4 an, aber Läufer A6 kann man natürlich auch versuchen. Und jetzt, oh, es gibt schon wieder mehrere Möglichkeiten. Interessant könnte sein Springer E5. Ist ja auch die Frage, was Schwarz als nächstes macht, ne? Genau. Das ist ja auch gar nicht einfach zu beantworten, weil wenn man einfach mal in die Luft guckt und kurz wartet, was ist der schwarze nächste Zug? Gut, er kann natürlich auf B5 schlagen, okay, dann nehme ich wieder und dann drohe ich schon auf C7 einzusteigen und das ist eigentlich nicht zu verhindern, außer mit Springer A6 vielleicht. Ich meine, vielleicht macht man das auch schon sofort. Vielleicht ist A4 aber auch sehr schön, nimmt nämlich dem Springer sein Entwicklungsfeld auf A6, sodass er nur D7 hat und jetzt kommt man sehr, sehr schnell nach C7 rein. Auch das sieht nicht so aus, als hätte Schwarz alle Probleme gelöst. Auf Läufer B7, um das nochmal kurz anzureißen, hier sieht König E3, finde ich, sehr schön aus. Ihr seht so ein bisschen das Problem. Wenn Schwarz jetzt A6 spielt, ist der B6 immer schwach. Ja? Also kommt er da nicht wirklich weiter, der Läufer stört ihn sehr. Irgendwie muss er die Figuren rauskriegen, also Springer A6 vielleicht als Idee. Und jetzt bringt Weiß weitere Figuren ran. Springer nach E5, Bauer nach A4, wenn er gelassen wird. Und ja, hier besser Zuge wäre noch sowas wie F6 von Schwarz.
Und hier ist eigentlich alles gut. Springer C6 ist sehr interessant, weil er verhindert, dass ein Turm auf die C-Linie kommt, wegen Springer E7. Und dann kann man auch drüber nachdenken, sowas zu spielen auf den Springer. Ja, Läufer B7 sozusagen, B6 löst hier nicht alle Probleme von Schwarz. War noch sehr die Frage nach Läufer D7 und ich vermute in der Kombination mit B6, weil sonst ja immer der B7 hängt. Also wenn du noch einmal kurz in die Variante reingehst. So, ja. Jetzt kann man vermutlich schlagen und Turm C7 oder direkt Turm C7, wobei ich fast schlagen. Schlagen, Turm C7 oder direkt, ja. Beides sieht schön aus. Was mich auch noch auf die Idee bringt, dass man auf Läufer A6 natürlich immer auch die Möglichkeit hat, mit Läufer A4 zu reagieren, was auch sehr witzig ist, weil man weiter in die Entwicklungsfelder des Springers abdeckt. Und jetzt steht der Läufer auf A6 einem selber im Weg. Genau, also auch hier Probleme nicht gelöst. Der Läufer auf der Diagonale A4, E8, sehr, sehr störend. So, jetzt dürfen wir den Faden nicht verlieren. Einmal noch kurz Springer D7 angerissen. Denn tatsächlich gibt es da einen ganz kleinen Trick. Was sollte Weiß nicht machen? Weiß sollte nicht zu gierig werden und direkt den B7 vernaschen wollen. Denn dann kommt Läufer C6. Schwarz gewinnt den Bauern zurück und endet tatsächlich sogar mit der besseren Struktur. Das sollte man beachten. Sehr, sehr stark ist es hier, aber ganz ruhig, Turm C1 zu spielen. Und jetzt auf Springer F6 zum Beispiel, König E3. Mit der Drohung auf C7 einzusteigen. Und Schwarz kann hier mit B6, Läufer B7 nicht rechtzeitig seinen Läufer entwickeln, weil der Turm reinkommt. Hier noch so ganz interessant, König F4 als taktisches Motiv, weil der Springer hier gefangen wird. Und das jetzt sogar schon eine Gewinnstellung für Weiß nach Turm C7 oder Springer E5. Also die Stellung ist sehr, sehr gut. Aber man muss natürlich dauerhaft am Ball bleiben und den Druck nicht nachlassen. Den Gegner immer weiter unter Druck setzen. Ne? Schauen wir uns einmal den Partieverlauf an. Ja, ich habe schon wieder ich bin ein bisschen erkältet. Ich glaube, man hört das auch. Vielleicht willst du die nächsten Züge präsentieren. Nein, ich möchte dich leiden sehen. Okay. Also A6, Läufer D3. Jetzt der kleine Einschub, Turm D8. Und Turm C1. Hier wirklich nur ganz kurz darauf hingewiesen. Akiba hätte hier noch einen Ticken verbessern können. Turm D8, ein kleiner Fehler sogar. B5 wäre der bessere Zug gewesen. Warum? Weil Weiß hier jetzt tatsächlich sogar noch mit Turm B6 seine Ich-lass-deine-Figuren-nicht-raus-Strategie hätte perfektionieren können. Weil Springer D7 hier jetzt in so eine ganz lästige Fesselung reinläuft. Gefolgt von E5, also das König ranbringen, bringt auch nicht viel. Es kommt nämlich E5. Hier hängt was und vor allem kommt da gleich der nächste Turm. Also, Turm B6 wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen. Aber Turm H nach C1, das ist ebenso sehr, sehr gut. B5 und jetzt geht's weiter mit, ich glaube, da müssen wir nicht so viel rätseln, Turm C7. So, wenn wir uns diese Stellung nochmal angucken, also Schwarz hat durchaus Hoffnung. Er muss nicht verlieren, er muss nur irgendwie einen Weg finden, seine Figuren zu entwickeln. Hast du jetzt noch Fragen zu Turm B6, Springer C6? Armin, dann würde einfach König E3 kommen, der D4 ist gedeckt und du kannst deinen Läufer nicht ziehen auf C8. Weil der B7 immer hinkt. Genau. Und auch nicht durch irgendwie Turm B8 langfristig gedeckt werden kann. Dann hängt auch immer mal der A6 und so. Genau. Also kommen wir zu dieser Stellung. Und hier, mach doch mal bitte einen Vorschlag, wie Schwarz sich aufstellen sollte.
bin mir jetzt nicht ganz sicher, über welche Stellung Herbert und Fabi diskutieren, aber auf so Pläne wie F6, E5 muss man auch immer im Blick haben, dass vielleicht D5 mal stark sein kann, ne? Je nachdem, wie es gerade ganz konkret steht, muss man natürlich aufpassen, dass der Läufer D3 dann nicht zur Gurke wird. Aber gerade in Kombination mit der C-Linie, wenn man dann den Springer von C6 vertreibt und dann schnell einmarschiert. Ja, das sehe ich auch so, dass das kritisch ist. Spätestens wegen D5, schon früher, weil ich gar nicht sehe, wie man E5 durchsetzen kann. Na, hier fehlt ja ein bisschen Power auf dem Punkt. Na, ich glaube, da in der Variante steht der Springer irgendwie auf C6. Es geht nicht um die Stellung. Die diskutieren noch eine andere Stellung. Okay. Trotzdem, das Problem mit D5 bleibt. Eigentlich habt ihr genau das so prognostiziert, wie es der gute Karl auch gemacht hat. Zumindest die Mehrheit von euch. Springer raus. F6 sieht irgendwie logisch aus irgendwo. Ich glaube, das ist so die natürliche Intuition von uns allen. Der Springer nach F6. Und dann den Läufer nach D7 und vielleicht nach E8 stellen, auch wenn er da jetzt nicht so dolle ist, aber er ist deutlich besser als auf C8. Denn dann sind die Türme wenigstens verbunden. Robbe schlägt noch vor, den Springer nach B6 zu stellen, mit der ähnlichen Idee den Läufer auch rüberzubringen. Wo steht der Springer richtig? Das werden wir in der Rückschau beantworten können. Zuerst einmal aber auch noch der Hinweis, und das wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen, wenn Schwarz sogar sagt, ich bringe erstmal den Läufer nach E8, denn nach Springer D7 hat man hier noch die freie Wahl, den Springer vielleicht auch nach F8 zu stellen. Man muss ihn aber nicht noch weiter nach vorne ziehen. Man hat jetzt schon die Türme verbunden. Das wäre zumindest der schnellste Weg gewesen, die Türme zu verbinden und damit auch das schlimmste Übel erstmal auszuschließen. Die Stellung immer noch sehr, sehr angenehm für Weiß. Klar, er ist auf der siebten Reihe und die schwarzen Türme können auf der C-Linie nicht wirklich gegenkämpfen. Aber vielleicht, wenn man irgendwann Springer B6, Turm C8 hinbekommt, das ist nicht ganz einfach, weil Weiß dann weiter expandiert. Aber man muss noch nicht sofort umfallen. Springer D7 ist nur der zweitbeste Weg, denn jetzt muss man zwangsweise nochmal den Springer ziehen, um den Läufer dann zu überführen. Und je weiter der Springer vorne ist, desto angreifbarer ist er auch. So, es kam jetzt erstmal König E3, ein notwendiger Zug, den Weiß sowieso irgendwann einschieben muss. Und hier hat Karl dann Springer F6 gespielt, so den Zug, den ihr eigentlich auch alle so auf dem Schirm habt. Tatsächlich hat Springer F6 gegenüber Springer B6 einen Nachteil, auf den wir noch zu sprechen kommen werden. Springer B6, Läufer D7, dann haben wir die Stellung ein bisschen, wie wir sie gerade hatten, nach dem schnellen Läufer D7, E8, nur dass Schwarz in der Zugfolge schon nach B6 gegangen ist, was nicht unbedingt so dolle ist, weil Weiß jetzt natürlich sofort nach E5 kommt und Schwarz ist unter Druck, Turm B7 liegt in der Luft. Aber man muss sagen, einfacher Durchbruch ist es nicht. Aber Fabi hat es ganz gut gesagt, sowas kann man ewig kneten, genau so ist es. Arimin ist eher kein Verfechter der weißen Steine, zumindest aus psychologischer Sicht. Das stimmt schon, dass das natürlich schwierig ist, Gewinnstellungen oder deutlich bessere Stellungen zu verwalten und dann auch zum Sieg zu bringen. Zum einen, weil man eben auch ungeduldig wird und dann endlich irgendwann den Totschlag ausführen möchte. Da können wir euch den Tipp geben, einfach mal zu denken, für Schwarz ist es ja noch viel schlimmer hier. Der muss quasi warten, ob irgendwann der Totschlag kommt und hoffen, dass er es irgendwie zusammenhält. Und aus weißer Sicht kann man ja ganz ruhig mal hier, mal da probieren, ohne es zu übertreiben. Ja. Aber ja, ist natürlich nichts schwieriger als eine gewonnene Stellung. Vorteilhafte Stellung zu verwerten.
So ist es. Wir haben euch da im Fazit auch nochmal den Querverweis auf die entsprechenden Lernstunden gegeben. Denn tatsächlich muss man sich auch immer wieder überlegen, was so ein positioneller Vorteil denn wirklich bedeutet. Und er ist eben nicht einfach gleichzusetzen mit dem entsprechenden Materialvorteil. Sagen wir, einen Vorteil von 1,5 für Weiß einräumen. Dann heißt es aber nicht, dass man forciert vielleicht 1,5 Bauern gewinnt. Das kann sehr, sehr lange dauern, vielleicht auch 30 Züge, bis dieser Fall eintritt. Vielleicht tritt er auch gar nicht ein, vielleicht gewinnt man irgendwann mal einen Bauern. Aber das ist halt nicht schlimm, man muss dranbleiben und man darf es nicht übereilen und sagen, ich muss jetzt, wo meine Figuren gerade alle gut stehen, muss ich doch sofort gewinnen. Das wäre ein Fehler. Ein typischer Fehler übrigens der Vorteilsverwertung. Wenn es euch auch so geht, schaut euch nochmal die Lektion zur Vorteilsverwertung an. Jetzt erstmal muss man Flinsbacher völlig recht geben und sagen, Springer E5 liegt in der Luft. Und der wird jetzt auch von Weiß einfach ausgeführt. Wäre der Läufer schon auf E8, könnte Schwarz den Springer auf E5 mit Springer Springer D7 von B8 dann dementsprechend herausfordern, was so in der Konstruktion jetzt nicht geht. Vor allem hätte er F6 als Möglichkeit. Das ist ein großer Nachteil von dem Springer auf F6. So, Läufer D7 von Schwarz. Und jetzt seid ihr nochmal dran, einen Plan für Weiß zu entwickeln. Wie würdet ihr spielen? Ihr habt jetzt meinetwegen 1, 2, 3 Züge Zeit, dass ihr irgendwann, klar, auf die B-Linie mit beiden Türmen geht, ist logisch. Aber wie gedenkt ihr durchzubrechen? Was habe ich gesagt? B. Ja. Ist Quatsch. C. Ja. Dafür hast du ja mich. Ja. Nein. Und mein Qualitätsprüfer. Unfug. Ja, Qualitätsmanagement. Ja. Also Turm BC1 nehmen wir mal außen vor. Der wird kommen, früher oder später. Aber wie gewinnt ihr diese Stellung? Springer C6 ist ein gefährlicher Abtausch. Oh ja, da muss man auch aufpassen auf Springer G4, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das taktisch funktioniert. Weil dann ja direkt der D4 hängt, mit Läufer auf D3 hängend. Aber wir haben ja einen Trend, der ja sich wieder zeigt. Und Robbe war der Erste im Chat. Ah nee, Fidele war der Erste, der auf die Idee gekommen ist. Und genau so ist es. Thematisch zu verknüpfen, mit Vorteilsverwertung natürlich, aber vor allem auch mit Raumvorteil. Weiß hat hier einen gewissen Raumvorteil. Er kann seine Figuren deutlich bequemer hin und her ziehen, hat mehr Felder für seine Figuren. Schwarz steht gerade so kompakt, Springer F6, Läufer D7, Turm D8, das ist gerade mal alles so draußen. Viele Felder sind nicht zur Verfügung. Und einer der großen Vorteile des Raumvorteils besteht darin, dass man schnell manövrieren kann. Deswegen ist es schlau, sich nicht auf einen Punkt zu fixieren, wo man etwas angenehmer steht. In diesem Fall natürlich der Turm, der schon drin ist. Ob man hier vielleicht irgendwann Druck machen kann, kann man mit Sicherheit. Am besten ist es aber, wenn man eine zweite Schwäche schafft. Denn durch den Raumvorteil, durch diesen sehr flexiblen Turm zum Beispiel, wenn hier der Flügel noch aufgerissen wird, dann kann man sehr schnell hin und her schwenken und an beiden Flügeln spielen. Und erst dann nutzt man das Potenzial des Raumvorteils aus. Dementsprechend, und also das ist einer der Punkte der Partie gewesen, neben Läufer B5 auch, eigentlich dieses Gesamtkonstrukt. Dabei G4, der kam in dieser Partie und ich dachte, wow. Es ist irgendwo... Es sieht so einfach aus. Es sieht so unfassbar einfach aus, aber es ist irgendwo auch so genial. In dieser Einfachheit liegt eine gewisse Genialität. Ne?
Was macht man als nächstes? Nein, er geht nicht zuerst auf die C-Linie und versucht irgendwas, Turm B7, A4 oder irgendwie den nächsten Turm rein. Nein, er bereitet jetzt schon den nächsten wunden Punkt von Schwarz vor. Ja, und hier, spätestens hier, zeigt sich, warum der Springer auf F6 suboptimal steht. Und Robbe gibt hier eine Variante an, die genauso in meiner Analyse steht. Läufer E8, G5, Springer D7 und Schwarz verliert nach Springer C6. Ach so, ja, der kann auch nicht nach C8. Ist ja gemein. Ja, direkte Niederlage für Schwarz an der Stelle. Springer H5 ist nicht viel besser, denn jetzt kann man weiter Druck machen und der Springer, er sieht schon etwas verloren aus, ne? Läufer E2 zum Beispiel spielen. Und hier hat Schwarz zwei Möglichkeiten. Er kann den sehr unschönen Zug G6 spielen, nachdem Weiß nicht mal die Eile hat, auf H5 zu nehmen. Auch wenn das schon ein ganz klarer Vorteil wäre, könnt ihr auch ganz gemütlich weiterspielen. Zum Beispiel mit Turm C1, C-Linie besetzen. Und wenn Springer G7 zum Beispiel kommt, kann man sich Zeit lassen. F4, vielleicht H4, H5. Weiter verbessern. Vielleicht mal das Manöver mit Springer G4 fahren. Ich glaube, da müssen wir nicht lange diskutieren, dass das eine absolute Ruine ist. Ja, die Leichtfiguren von Schwarz sehen ja beide kein Licht mehr. Ja, das stimmt. Deswegen auch der recht logische Zug. F6 würde den Springer vertreiben. Tatsächlich ist das Ganze aber aus taktischen Gesichtspunkten schon ziemlich schlecht. Machen wir einmal kurz die Variante, wenn der Springer nimmt, dann kann man hier Turm G1 spielen, geht auf den G7 und nach G6 H4 H5 spielen. Sieht auch sehr vernichtend aus. Ja, auch schon alleine, dass die Bauernstruktur jetzt so zerbröselt ist, kann immer schnell Turm E7 kommen. Also können wir noch einmal ganz kurz das prüfen. Das wäre natürlich interessant, wenn Weiß zurück muss, kann Schwarz vielleicht rauskommen. Aber auch hier Turm G1. Und hier haben wir eine kleine Taktikaufgabe für euch vorbereitet. Also für alle, die taktisch schon abgeschaltet haben nach den zwei Anfangsaufgaben, das war zu früh. Jetzt dürft ihr wieder hochfahren. Ja. Machen wir schnell. König F8, hier gibt es keinen sofortigen taktischen Schlag. Hier gibt es aber einen positionellen Schlag. Das Ganze ist sofort vorbei. Müssen wir nicht allzu tief reingehen. Aber nach König H8 gibt es einen interessanten taktischen Schlag, den ihr jetzt bitte einmal finden könnt. Weiß ist am Zug. Und Fabi, das direkte auf G6 auf H5 schlagen, das muss Weiß tatsächlich gar nicht machen. Weil, klar, der Springer kann nach G7 gehen, aber auch dort macht er überhaupt nichts. Steht einfach nur schlecht. Oh, ihr seid stark. Taktikmonster. Ja, ne? Ja, Turm F7, sehr schöner Zug. Ja, ne? Obwohl der Springer auf E5 hängt, stellt man noch eine weitere Figur in den Angriff. Aber droht natürlich auch so zwei, drei Kleinigkeiten. Ja. Also Turm F7 ist auch, glaube ich, es ist nicht der einzige Gewinnweg, aber der mit Abstand ästhetischste Gewinnweg an dieser Stelle. Jetzt droht auf F8 matt, der H5 fängt. Ja. Und der F7 kann nicht geschlagen werden, weil es dann trotzdem matt ist. Ja, das ist schon schön, ne? Ja, einziger Zug ist hier schon H6. Aber ja, hier geht's weiter mit einem recht einfachen, aber sehr effektiven Weg, Springer F7. Und ich finde, das bringt die Ästhetik erst vollends zur Geltung, dass man erst den Turm reinbringt und dann den Springer. Jedes Mal Angelpunkt F7. Das Matt auf H8 ist tatsächlich nicht zu verhindern. Außer mit Läufer schlägt F7. Natürlich und sowas, aber das stellt den Turm ein. Ja, ja, das stellt auch die Figur ein. Das stellt eine Figur ein und deswegen ist das auch verloren. Hübsch. Hübsch, ne? Also diese ganze Variante mit Springer H5, das geht alles auch nicht wirklich auf. Deswegen nach G4 der, ja, etwas bessere Versuch von Schwarz, hier mit H6 zu spielen. So, die nächste kleine Frage an euch. Ihr wolltet alle G5 spielen. Die Frage ist, bereitet ihr das mit F4
oder mit H4 vor und warum? Nur mal eure Gedanken einmal in den Chat. Also Springer F7 statt Turm F7, naja, der Läufer nimmt raus, der Turm nimmt raus und ja, Weiß steht auch auf Gewinn. Dann droht auch Matt und der Springer auf H5 hängt, ne? Naja, ein direktes Matt droht jetzt nicht. Ach nee, es droht ja nicht, weil also das Feld F8 überdeckt ist, ja. Aber es sollte trotzdem gewonnen sein. Schon allein, weil der Springer ja keine Felder hat, oder? Aber, und das sagt Robby natürlich selber, Turm F7 ist 1000-mal schöner und ja, so ist es einfach. Aber der Springer, ja, der ist trotzdem auch weg. Vielleicht kann man noch mit Schwarz dann sowas wie Springer F4 machen und dafür einen Bauern bekommen, obwohl das auch natürlich sofort auseinanderfliegt. Ja. So, und die erste Antwort von Zugerzwinger. Er würde F4 machen, denn er hätte lieber noch die offene F-Linie. Und das ist eine wunderschöne Begründung, die wir genauso in unsere Kommentare geschrieben haben. H4 ist nicht viel schlechter. H4 ist ebenso ein guter Zug. Aber F4 ist ein Ticken besser, weil sich eventuelles Spiel auf der F-Linie ergibt und wir damit das Potenzial des Raumvorteils ausnutzen, weil wir sehr schnell auf die F-Linie auch mal schwenken können, um da Druck zu machen. Ja, es kam Läufer E8, G5, schlagen, Springer H7 und jetzt erstmal H4. Und ihr seid alle für F4. Ich sehe schon, ihr habt ein gutes positionelles Feeling. So, Turm DC8. Und auf den ersten Blick denkt man, oh, das hätte ich natürlich gerne verhindert, dass Schwarz ein Turmpaar vom Brett kriegt. Tatsächlich ist das aber gar nicht schlimm. Und mein Turm auf B1 ist ja jetzt auch nicht so aktiv, oder? Ja. Zumindest schadet Weiß ja nicht, dieses Turmpaar zu tauschen. Ja, man muss einfach sozusagen an der Stelle gewisse Kompromisse machen. Dann hätte man mit G5 noch warten müssen. Aber ich glaube, wenn wir uns in diese Stellung einmal reinversetzen, dann ist auch hier recht offensichtlich, dass Schwarz große Probleme hat und ihn der Abtausch des einen Turmpaares nicht großartig erleichtert. Vielleicht eher noch das Ganze schwieriger gestaltet, denn jetzt gehen wir gedanklich noch einmal alle zurück, wirklich Zug 5, Bauernstruktur nach dem Abtausch, Bauernmehrheiten, Weiß hat einen Bauern mehr im Zentrum, Schwarz am Darmflügel. Was ist langfristig die große Gefahr? Na, dass der Bauer durchrennt. Oder der B-Bauer von Schwarz. Genau, aber das ist vielleicht nicht ganz so gefährlich an dieser Stelle wie der rennende D-Bauer. Und das ist natürlich der Nachteil am Abtausch für Schwarz, dass er seinen Turm hier weggenommen hat, der D5 noch angeschaut hat. Und wenn er jetzt nicht aufpasst, sagen wir mal, er würde Nullzug machen, dann kommt D5, ED, ED, König D4. Und ich glaube, da können wir euch auf die Lektion zu den gefährlichen Bauern verweisen. Der Bauer ist enorm gefährlich, hat einen unfassbaren Rückhalt. Der König ist sofort dran, ihn zu unterstützen. Das Feld D7 ist jetzt schon sehr, sehr gut erkämpft und kann mit Läufer F5 nach dem Abtausch noch gestützt werden. Na, hierhin. Das erklärt auch, warum Turm D8 in der Partie kam. So, noch einmal ganz kurz die Frage, die man sich natürlich stellen kann. Ist F6 eine Erleichterung für Schwarz? Ja oder nein? Wir gucken es uns einfach an. Und in unserer Variantenberechnung beginnen wir wieder mit den forcierten Zügen, also mit Schlagzügen. Zwei Möglichkeiten hat er, mit dem Bauern oder mit dem Springer nehmen. Reihenfolge ist egal. Natürlicher wäre, mit dem Bauern zu nehmen, denn hier hat Schwarz jetzt noch eine Bauerninsel mehr kreiert. Was Weiß auch direkt mit Turm E7 ausnutzen kann. Der ist nicht mehr zu decken. Der ist weg. Und dann hat man verbundene Freibauern sogar. Ja, sehr, sehr unangenehm.
Also gucken wir uns mal ganz kurz noch an. Funktioniert, G schlägt F6. Und hier kommen wir zum Ergebnis. Springer G4, boah, macht einen guten Anfang. Sieht ja, sehr lästig aus. Feld H6, ne? Also sieht alles irgendwie... Ja, das auch als der Läufer, der hier nach H7 schielt. Du sagst es schon, denn das Ganze sieht schon übel und verdächtig aus. Das war ein bisschen zu energisch. Der guckt natürlich nach hier, weswegen F5 kommt. Und hier. D5. Schwarz muss eigentlich nehmen, dann kommt Läufer F5, König D4, der E-Bauer entscheidet die Partie. Also an der Stelle muss man einfach nur mal kurz festhalten, F6 sieht aus, als könnte man sich eventuell befreien, aber der König wird luftig und es dauert nicht lange, dass Weiß sich hier ein Freibauern bildet. Ja, die Partie lief relativ ähnlich, muss man sagen. Nur mit dem Einschub, dass Turm D8 erstmal D5 verhindert. Und jetzt zeigt sich aber eine weitere Schwäche. Die ihr auch schon im Chat genannt habt. Und zwar Top-Schachspieler hat schon bemerkt, dass A6 chronisch hängt. Ja. Quasi. Ja. Und jetzt insbesondere, als sich der Turm von A8 entfernt hat, jetzt ausgenutzt werden kann. Zack. Und schlecht. Oder auch nicht. Weiß nicht. Sagt ihr es uns. Und da appelliere ich dann auch nochmal so gedanklich, nicht sofort, aber später an die G6-Fraktion. Was macht ihr auf Turm D6? Kleine Taktikaufgabe, Turm D6 von Schwarz. Was würdet ihr spielen? Und G6 spielt eine Rolle in der Variante, aber schaut jetzt nicht nur nach G6. Das wäre etwas verfrüht. Turm D6. Weiß wäre am Zug. Ich glaube, auch da gibt es wieder mehrere Gewinnwege. Aber einer sticht wie immer besonders hervor, so wie Turm F7. In seiner Ästhetik und in seiner Konsequenz, muss man auch sagen. Ja, bei mir sticht noch was anderes hervor. Also in meiner geistigen Vorausberechnung. Ja, ich wäre dann nämlich auch bei Arimin. Ah, sehr schön, Arimin. Ja, die Idee ist super. Das Ganze lässt sich nur marginal noch verbessern. Turm D6. Aber die Frage ist, wieso? Ich finde das so auch schon viel charmanter. Also, Arimins Vorschlag ist es jetzt auf F7 zu nehmen. Und nach Läufer F7, E5. Der Turm zieht, sagen wir mal nach D8. Und jetzt Läufer H7 gefolgt von Turm F7, richtig? Sieht sehr, sehr stark aus. Es geht aber noch ein bisschen stärker. Die Idee ist brillant, aber mit dieser Ausführung, Springer schlägt F7. Jetzt muss der König schlagen. Ne? Ich glaube, ihr werdet mir zustimmen, dass das ja, okay, noch ein bisschen angenehmer ist und Schwarz wohl zur Aufgabe bewegen dürfte. Ja, also die G6-Fraktion hier sollte, glaube ich, sehr stolz auf den Bauern sein, der jetzt bald noch zur Dame wird. Das ist schon ein guter Weg gewesen. Für diesen kleinen Bauern auf G2, der vor dem Zug G4, glaube ich, überhaupt keine Beachtung gefunden hat. Das war ja nur irgendein Bauer auf G2, Ausgangsstellung, der war halt da. Aber hier sieht man, wie so ein Bauer Karriere machen kann, an dem Flügel, wo man es eigentlich nicht erwartet hätte. Ja, deswegen ist Turm D6 raus. Ja, wenn wir nichts machen, also wenn der Karl nichts macht, dann wird der Bauer genommen und dann hat er schon mal einen weniger, steht immer noch schlecht. Also wenn, dann muss er jetzt versuchen, sich zu befreien, letzte Chance, immer Drohungen aufstellen, weil wenn Weiß anfängt, sich zu bedienen, ist es vorbei. Ja, ob das die richtige Schlussfolgerung ist, Flinsbach. Dass ihr in die Welt hinauszieht und sagt, die Lubbes haben gesagt. G4, G5, G6, G schlägt H7 und man gewinnt. Also F6 kam jetzt in der Partie. Ja, Idee ist es, Weiß etwas zurückzutreiben, zu beschäftigen. Und auch etwas Verzweiflung, weil Turm D6 nicht geht. Ja, man nimmt wieder raus. Springer steckt F6. Ist wenig beeindruckend, denn jetzt hängt der Springer nicht und man kann sich bedienen. Ja. Der E6 hängt, der B5, also wenn jetzt Läufer F7 kommt, ist der B5 weg. Ist ein bisschen
Sehr hoffnungslos, traurig. Ja. Also, G schlägt F6, Springer G4. Hm, sieht jetzt schon so ähnlich aus wie die Stellung, die wir vorhin in der Analyse hatten. Genau. Läufer H5 kam auch hier, ne, greift den Springer auf G4 an. Denn wenn man nichts droht, fängt Weiß an, alle Bauern abzukassieren. Mhm. Es kam Springer H6, König H8. Und hier dürft ihr nochmal. Es gibt mehrere gute Züge für Weiß. Versucht doch mal einen zu finden. Was würdet ihr spielen? Ja, vom Tellerwäscher zum Held des Tages. Der Gebauer. Aber tatsächlich hättest, wenn du die Partie nicht kennen würdest, hättest du vor 6 Zügen gedacht, dass Schwarz einen offenen König hat auf H8 und die weißen Figuren auf einmal wirklich so fast Mattdrohungen aufstellen. Nein, sehr beeindruckend, mein Schatz. Ja, das sehe ich genauso. So, ich finde die Partie ja auch sehr gut. Ich bin, glaube ich, nur nicht ganz so hin und weg wie du. Tja, du bist ja auch der Sergej-Versteher und ich der Magnus-Versteher. Hä, und Sergej? Na, Sergej kann so Sachen. halt einfach gut spielen, aber ist ja, also er ist jetzt ja nicht so bekannt dafür, dass halt diese... Nein, ich möchte auch Magnus-Versteher sein. Ich möchte nicht Sergej-Versteher sein, auch wenn ich einen Stift habe, wo das draufsteht. Ja, denn Melanies Eltern, die haben nach der WM-Kommentierung 2016 uns so gravierte Stifte geschenkt. Bei meinem stand Magnus-Versteher drauf. Bei meinem Sergej-Versteher. Das lag aber nur daran, weil ich seine Züge immer gut vorhergesehen habe. Was aber nicht heißt, dass ich so denke wie er. Ja, anscheinend ja doch. So, und ihr habt ganz gute Sachen gefunden. Also ein Motiv, was nämlich völlig neu in der Stellung ist, hat Top-Schachspieler erkannt. Nämlich Läufer E2. Wir können jetzt den Läufer auf H5 angreifen und auf Läufer E2 käme Springer F7. Die Frage ist natürlich, warum sollte man diesen Läufer überhaupt angreifen? Naja, das kristallisiert sich ein bisschen raus, wenn wir Schlagzüge zuerst prüfen, was auf Turm A6 kommt. Ihr habt sicherlich gesehen, dann beginnt Schwarz hier diesen Springer zu fangen. Sehr, sehr lästig. Naja, man würde es nicht verlieren mit Weiß, weil man zur Not immer noch mindestens 3 Bauern hätte für die Figur. Aber Schwarz hat... Ist unnötig. Ja, berechtigte Hoffnung auf Remis. Das erklärt Läufer E2. E5 geht ja auch, ist nicht ganz so stark wie vorhin, weil wir jetzt natürlich nicht so prunkvoll D5 haben. Denn der Turm steht hier parat, um D5 zu nehmen. Mhm. Sehr stark ist aber... auch D5, das kann man hier auch spielen. Mit der Idee, sich hier einen Freibauern zu bilden und vor allem den Läufer Richtung H7 schielen zu lassen. Und jetzt einen Gang zurückfahren, erstmal den Bauern decken, Läufer E4, gefolgt gleich vom Einbruch mit dem König. Und Turm schlägt A6. Und man hat immer das Feld F5 zur Verfügung. Ja, aber ich glaube, am einfachsten und auch am klarsten, weil es sofort Material gewinnt, ist tatsächlich Läufer E2. Und er ist ja auch A-Tempo. Und das ist immer auch ganz nett. Passiert, ne? Schwarz hat gar nicht so viele Möglichkeiten. Ja, Turm E7 könnte vielleicht auch gut sein. Da muss man natürlich aber auch gucken, was macht man auf Springer F8. Dann ist der E6 gedeckt, man entlastet den A6 ein bisschen. Da wäre es mir fast lieber, erst den A6 zu holen. Mhm. Und das erreicht man hier recht schnell, denn der Läufer muss zurückziehen. Und jetzt kam dann auch Turm schlägt A6. Arimin versucht es mit Tricks von vorhin, droht es aber leider gar nichts, ne? Ja. Oder? Ja. Also Arimin ist ein netter Trick, aber du drohst ja nicht mal auf F6 zu nehmen. Aber schon mal das Motiv verarbeitet. Das finde ich sehr gut. Ja, das ist, genauso läuft es ja. Ne? Dann prüft man das und dann hat man sowas auf dem Schirm. Und deswegen trainiert man ja auch, ne? Damit man sowas dann immer auf dem Schirm hat. Ja, hier kann man aber einfach Turm schlägt A6, was den ersten Mehrbauern bedeutet. König G7, Springer G4, F5. Und jetzt nochmal den König einmal zurücktreiben.
Wenn Turm D7 kommt, naja, dann wird abgetauscht. Springer E5, klare Gewinnstellung. Es kam König H8. Und jetzt Springer E5. F schlägt E4 und hier ihr nochmal. Was macht Weiß? Schlagzüge zuerst berechnen. Ach, easy. Also natürlich könnt ihr den E4 nehmen. Aber prüft alle Schlagzüge und vielleicht gefällt euch ein anderer Schlagzug noch besser. Ist jetzt auch keine große Taktik. Ihr seid ja taktisch hier schon auf höchstem Niveau. Auch ein Motiv, das wir heute schon mal hatten. Ja. Ja. Sehr, sehr gut. Armin, Bauernwalze. Genau so ist es. Und das ist immer lustig. Das kann man häufig beobachten, wenn ein Motiv in der Partie mehrfach Anwendung findet. Und vorhin hatten wir es mit Läufer E2, ne? Ja, genau. Da den Läufer, jeweils wird der Läufer angegriffen und kann nicht von dieser Diagonale runter. Und hier gewinnt das Ganze auch noch ein Bauern. Der E4 ist ohnehin völlig verdammt und wird irgendwann das Brett verlassen müssen. Oder auch nicht. So wie es nämlich kam, muss er das Brett nicht verlassen. Das macht es aber nicht besser, denn hier hat Akiba dann nochmal gezeigt, dass wirklich, und das rundet das Ganze ab, dass einfach alles mitspielt, so wie es soll und am Ende das Ergebnis bringt. Der König, der steht auf E3 super, keine Frage. Und er hat genau zwei Züge gebraucht, um perfekt zu stehen. Er hat nicht rochiert und ist später wieder reingelaufen, um im Endspiel zu unterstützen, sondern Effizienz. Er hat zweimal gezogen, steht perfekt. Und wofür steht er perfekt? Um jetzt nochmal zu setzen. König G8, König G5. Turm F8 und König G6. Die letzten drei Züge von Weiß. Und Schwarz gibt auf. Seid ihr so beeindruckt wie ich? Oder mäßig beeindruckt wie Melanie? Nein, ich bin schon beeindruckt. Karls Stimme halt wird nur immer nicht, schlechter, sagt meine Augen einen. Machen halt nicht so bling-bling, wenn ich die Partie sehe, aber deswegen war es gut, dass du die gezeigt hast. Und das Feuer deiner Begeisterung auf unsere Zuschauer überschwappen zu lassen. Vielleicht hat es ja gefruchtet. Diese Tiefe, die er in seiner Berechnung hatte, wie einfach... Man mag erstmal denken, das ist Zufall, aber wenn man ein paar Partien von ihm sieht, Läufer B5, ja, dieses A6, B5 provozieren und dieses Langfristige, das ist kein Zufall. Er hat einfach unfassbar langfristige Pläne geschmiedet. Ja, ist auch einer seiner Stärken gewesen. Ja. Eine seiner Stärken gewesen. Ja, und in dieser Partie passte wirklich alles zusammen. Und ich finde, Capablanca hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst, denn tatsächlich ist es so, wie ihr schon wisst, Melanie und ich sind auf einem unterschiedlichen Level beeindruckt von dieser Partie. Und Capablanca selber hat diese Partie auch mal kommentiert und hat gesagt, viele Leute sind von dieser Partie nur mäßig beeindruckt, also wie du oder halt auch. Aber, und jetzt kommt der Punkt, Capablanca hat gesagt, er ist von wenigen Partien beeindruckt, aber von dieser ist er enorm beeindruckt gewesen, weil es einfach so, ja, es war schon eigentlich eine perfekte Partie von Weiß. Und das muss man erstmal hinbekommen. Es war alles wie aus einem Guss. Ja, vor allen Dingen gegen so einen guten Gegner, ne? Armin sagt doch, ich raste aus. Doch, es war nett. Ja, kommen wir zur Zusammenfassung dieser Partie. Welche einzelnen Elemente könnte man hier anreißen in Bezug auf unsere vergangenen Lernstunden? Ja, recht viel eigentlich, ne? Ja, also so die Querverweise, Raumvorteil, Lernstunde 6. Das ist nochmal ganz nett, wenn man sich sagt, okay, ja, so G4, G5, das hatte ich jetzt nicht sofort auf dem Schirm. Offene Linien und... Vorteilsverwertung. Gerade vielleicht für Armin nochmal. Es muss nicht immer sofort vorbei sein, denn es ist egal, ob die Partie 2 Stunden dauert oder 5.
Am Ende ist das Ergebnis entscheidend. Mhm. Und man kann sich auch mal Zeit lassen. Ja, in dem Zusammenhang auch nochmal das Prinzip der zwei Schwächen, was hier ja auch immer wieder Thema war. Ja. Auch das hat man in der Lernstunde schon mal thematisiert. Genau, denn natürlich sind am Ende A- und B-Bauern gefallen. Aber Schwarz wird hier obendrein auch noch matt gesetzt am Königsflügel. An zwei Schwächen. Gut, er hat dann an beiden Schwächen auch verloren, aber eine hätte am Ende gereicht. Na, aber so nutzt man es halt optimal aus. Ja, Zeit, das Fazit zu Akiba zu ziehen. Ja. Ja, der war nett. Der war echt nett und vor allen Dingen auch eine positionelle Wuchtbrumme, muss absolut man sagen. Ja. Ja. Ja, er war ein Endspiel-Spezialist ohne Gleichen, da er auch gefürchtet schon zu Lebzeiten. Also sowohl Turmendspiele als auch jegliche Art von Endspiel. Was ist? Ich versuche jetzt auch ein bisschen Feuer zu spucken. Nach seinen Lebzeiten wird er für Endspiel natürlich nie mehr gefürchtet. Es wird ja keiner mehr gegen ihn verlieren. Naja, aber geehrfürchtet. Geehrfürchtet, okay. Genau, und natürlich auch positionell unglaublich stark, also gerade was das Schmieden von Plänen anbelangt, Nico hat es gerade schon gesagt, er hat immer sehr langfristig geplant, sodass die Partie eben sehr harmonisch wirkten, weil es eben von Anfang bis Ende, nicht alles durchgeplant war, aber schon langfristig angelegt wurde, die Partie. Ja. Generell waren für ihn auch Bauernstrukturen sehr wichtig. Er hat statische Vorteile gegenüber dynamischen Vorteilen bevorzugt und somit auch gerne mal kleine Bauernschwächen beim Gegner provoziert oder durch Doppelbauern dann hervorgerufen. Ja, also auf jeden Fall jemand, von dem man sehr viel lernen kann. Wer noch mehr über ihn erfahren möchte, es gibt sicherlich auch Biografien über ihn oder Partiesammlungen. Wir haben das Buch von Gelfand. Gelfand ist auch ein großer Fan von Rubinstein. Vom Spielstil her auch Carlsen. Ich glaube, Carlsen hat die Partien von Rubinstein sehr akribisch studiert. Ähneln sich im Stil sehr, muss man sagen. Wobei Carlsen das natürlich noch auf ein höheres Level bringt. Was jetzt heißen kann, dass Carlsen generell vielleicht einfach noch besser ist. Aber es kommt natürlich auch der Faktor dazu, heute ist das Schach genauer. Ne, er kann diese ganzen Vorgehensweisen mit optimaler Öffnungsvorbereitung und viel größerem verfügbarem Endspielwissen kombinieren. Er ist sozusagen Akiba 2.0. Ja, und er hat natürlich den Vorteil, dass es schon mal einen Akiba gab, von dem man jetzt abgucken kann. Ja, das hatte Akiba ja nicht. Das stimmt. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und geben noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Lernstunde. Ja. Da werden wir uns nämlich mit dem Mann beschäftigen, der das Abschlusszitat der Partie heute brachte. Ja, der ein großer Fan auch war von Rubinstein. Nämlich der gute Capablanca. Ja. Und viel mehr ist dazu auch gar nicht zu sagen. Wir danken wieder fürs Mitmachen, für eure aktiven Beiträge und freuen uns schon sehr auf nächste Woche dann wieder gemeinsam mit euch. Bis dann, eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Jetzt funktioniert der Knopf wieder nicht. Also wir verabschieden uns. Jedes Mal wieder gleich. Also auf Wiedersehen. Tschüss.